und wir tauchen in der Tagesordnung wieder weiter vorne auf. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7.1. Straßenbahn und Bus in Dresden ausbauen, Anteil des ÖPNV deutlich erhöhen. Ein interfraktioneller Antrag, zu dem es zwei Änderungsanträge gibt. Herr Stahlmann-Fischer bringt den Antrag ein. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie wird sich Dresden im Jahr 2030 oder auch Jahre später fortbewegen? Das hängt maßgeblich davon ab, welches Verkehrsangebot wir unseren Bürgern dann bieten können. Wir können und wir müssen den Nahverkehr an die wachsende Stadt anpassen, denn daraus das impliziert eine gewisse Herausforderung als auch eine gewisse Chance. Zum einen haben wir das Problem, unser Netz stammt noch aus der Annahme, also unser Nahverkehrsnetz stammt noch aus der Annahme einer schrumpfenden Stadt. Unsere Buslinien, unsere Straßenbahnlinien sind so aufgebaut, dass man damals das Netz davor absichern wollte, dass die Fahrgäste immer weiter zurückgehen. Wir haben jetzt die umgekehrte Situation. Die Fahrgastzahlen steigen, die Bahnen und Busse werden voller und voller. Die Stadt wächst. Wir haben 160 Millionen, sogar mehr dieses Jahr, mehr als 160 Millionen Fahrgäste. Und allein durch dieses Stadtwachstum werden es in den nächsten Jahren 10 Millionen Fahrgäste im Jahr mehr. Das liegt daran, dass wir mehr Schülerinnen und Schüler haben, dass unsere Universität, ne, gerade Stadtbahn 2020, gut gedeiht, dass wir zusätzliche Unternehmensansiedlungen haben und dass die Wirtschaft gut läuft. Mit anderen Worten, Dresden geht es gut und das merkt mittlerweile auch der Nahverkehr. Auf der anderen Seite bietet sich bei sowas natürlich auch die Chance zu gucken, wie kann man ein attraktives Angebot darüber hinaus machen, also nicht nur der Entwicklung hinterherlaufen, sondern aktiv Anreize schaffen durch ein attraktives Netz, durch attraktive Takte, durch eine Abdeckung des Stadtgebietes in alle Richtungen, sodass auch für kleinere Wege, auch für kompliziertere Wege der öffentliche Nahverkehr in Dresden eine gute Alternative zum Auto ist. Das ist unser Anliegen mit dem Antrag, den wir mit einem Bekenntnis beginnen wollen, nämlich dass wir den Anteil des öffentlichen Nahverkehrs am Verkehrsmarkt, also gegenüber, vor allen Dingen gegenüber dem Autoverkehr, aber auch insgesamt steigern wollen. Wir sind im Moment bei ungefähr 22% der Wege, die mit dem öffentlichen Nahverkehr zurückgelegt werden. Wir erhalten in Inspiration von Städten wie Wien, aber auch mit dem realistischen Blick, einen Zielkorridor von 25-30% für realistisch. Das wären ungefähr 185 Millionen bis 200 Millionen Fahrgäste. Aus unseren Beratungen, aus unseren intensiven Abstimmungen mit DVB und VVO wissen wir, dass mit dem heutigen vorhandenen Material, mit den heutigen Gleisen, mit den heutigen Ausbauten ungefähr bei 200 Millionen Fahrgäste im Jahr Schluss ist. Deswegen haben wir nicht erst seit gestern und nicht erst seit letztem Jahr in einer intensiven Debatte mit den beiden Unternehmen, DVB und eben dem Verkehrsverbund VVO, diskutiert, geguckt, was gäbe es denn für Maßnahmen in der Pipeline, was könnte man machen, und wollen jetzt diese Maßnahmen, die unterschiedliche weiten Stadien sind, gerne bündeln und beauftragen, ein Strategiepapier dem Stadtrat vorzulegen, damit der Stadtrat über die konkreten Maßnahmen entscheiden kann, damit diese Maßnahmen politisch diskutiert werden können und bewertet werden können und wir Entscheidungen treffen wollen. Wir haben hierzu ein paar Punkte aufgeschrieben, die wir eben in der Diskussion zwischen Fachplanern, Verwaltung und DVB mitbekommen haben. Die finden Sie in dem Antrag unter Punkt 3. Natürlich, nachrichtlich wollen wir nochmal Druck machen beim Thema Stadtbahn 2020. Wir haben hier bereits die Beschlüsse gefasst. Wir wollen auch nochmal nachrichtlich Druck machen, dass wir das Liniennetz, insbesondere auf den wichtigen Linien 3 und 7, nun vollständig für den breiten Stadtbahnwagen ausbauen müssen. Das zieht zum Teil auch eine Kaskade nach sich, weil natürlich die breiten Stadtbahnwagen auf den Linien 7 und 3 lange Straßenbahnen freisetzen, die dann auf andere stark belasteten Linien wie 9 und 13, wo heute kurze Bahnen eingesetzt werden, versetzt werden können. Wir möchten natürlich auch, dass und insbesondere in den heute schon angesprochenen schwierigen Zeiten für Baurecht, wollen wir natürlich auch, dass das Busnetz nochmal angeguckt wird. Hier sehen wir möglicherweise Potenzial durch Anpassungen der Linien,
Kapazitäten und neue Angebote zu schaffen, indem man sich eben das anguckt, was heute schon geht. Und häufig scheitert es, und da ist hier die Nordosttangente gemeint oder die Südwesttangente, an kleineren einzelnen Straßen, um ein attraktives Busnetz hinzumachen. Und diese Straßen sollten dann logischerweise auch bustauglich ausgebaut werden. Über das Wie der einzelnen Straßen kann man sich auch noch Gedanken machen, wenn man die konkreten Ausbauplanungen als Vorlage hat. Darüber hinaus haben wir das Thema Erschließung, Quartiersbusse. Und wir wollen natürlich auch, dass sich da weiterhin Gedanken gemacht wird, wie geht es denn nach 2030 weiter, wenn wir Stadtbahn 2020 abgearbeitet haben. Welche Maßnahmen kann man bis dahin noch entwickeln, auch im Hinblick auf die dann veränderten Mobilitätsverhalten, die wir natürlich auch wahrnehmen. Entsprechend gibt es auch noch einen Planungsauftrag für den Horizont später im Punkt 2. Das soll dem Stadtrat zum Beschluss vorgelegt werden. Wir werben um Unterstützung und bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Stahlmann-Fischer. Es gibt zwei Änderungsanträge. Wird gewünscht, die vorab einzubringen oder in der Fraktionsrunde? Machen wir in der Fraktionsrunde, okay. Diese beginnt FDP, Freie Bürger. Herr Fischer. Verzichtet. Dann AfD, Herr Urban. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, grundsätzlich finden wir in dem vorliegenden Antrag viele zustimmungsfähige Anliegen und Prüfaufträge, denen sich die AfD-Fraktion gerne anschließen wird. Die Stärkung des ÖPNV und die schnelle Umsetzung laufender Projekte und Planungen sind wichtige Schritte für die kontinuierliche Verbesserung des Angebotes. Insbesondere Punkt 3h, die Erarbeitung von Vorschlägen für Tarifmaßnahmen, die geeignet sind, den Anteil des ÖPNV im Verkehrsverbund zu erhöhen, finde ich begrüßenswert. Hier sollen, dazu möchte ich die Verwaltung auch ermutigen, Möglichkeiten der Tarifsenkung zur Steigerung des ÖPNV-Anteils ergebnisoffen untersucht werden. Warum sich die AfD-Fraktion mit einem kleinen Änderungsantrag einbringt, ist der bisherigen Erfahrung mit rot-rot-grüner Verkehrspolitik geschuldet. Ich verstehe den Zweck politisch artikulierter Ziele, etwa die Steigerung des ÖPNV-Anteils auf 25-30%. Durch unseren Änderungsantrag wollen wir verhindern, dass zu starre Zielvorgaben später ein verwaltungsseitiges Handeln normieren, das zu einer einseitigen Benachteiligung jener Verkehrsträger führt, die bereits jetzt durch linksgrüne Politik an allen Ecken und Enden drangsaliert werden. In der letzten Stadtratssitzung wurde die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes beschlossen, unter anderem mit dem Prüfauftrag zu untersuchen, welche Auswirkungen eine angenommene Fahrgastzahlzunahme im ÖPNV auf einen Modal-Split-Anteil von 30% in der Landeshauptstadt Dresden bezüglich des ÖPNV- und SPNV-Angebots, der Fahrgastkapazitäten, des Personalbedarfs und des Infrastrukturausbaus hätte. Ergänzend müssten eigentlich auch die Auswirkungen auf den motorisierten Individualverkehr betrachtet werden. Ohne also die Ergebnisse dieser Prüfung abzuwarten, soll sich der Stadtrat heute auf einen Modal-Split-Anteil festlegen. Das ist der falsche, weil unseriöse Weg. Das Ziel einer Steigerung des ÖPNV-Anteils können wir ohne weiteres mittragen. Eine klare politische Absichtserklärung mit prozentualen Zielvorgaben im Voraus, also bevor geeignete Maßnahmen durch die Verwaltung und Verkehrsbetriebe und auch den VVO untersucht wurden, quasi ins Blaue hinein, stimmen wir nicht zu. Vernünftige Verkehrspolitik sollte sich nicht festlegen, bevor der Maßnahmenkatalog vorliegt und erwiesen ist, ob die Ziele überhaupt realistisch umsetzbar sind. Wie destruktiv solche verfrühten politischen Absichtserklärungen und politischen Zielvorgaben sein können, sehen wir gerade bei den Entscheidungen zum Kohleausstieg und bei den Ergebnissen der Kohlekommission. Stimmen Sie unserem Änderungsantrag zu. Ihr Antrag wird dadurch flexibler und realistischer. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes die Bürgerfraktion, Herr Blümel. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte unseren Änderungsantrag ein Stück weit noch mal verändern, und zwar infolge auch der Debatte im Bauausschuss, möchten wir jetzt folgendermaßen diesen Antrag formulieren. Nicht Punkte 3 und 4 werden ersetzt,
sondern neu angefügt werden, Punkt 5 und 6, und dann die zwei Formulierungsvorschläge, die wir hier jetzt noch mal konkret vorstellen, und zwar bei allen konkreten Maßnahmen wie dem Bau neuer Straßenbahntrassen oder der Errichtung neuer Buslinien sind diese mit minimal möglichen Eingriffen in den Straßenraum zu realisieren. Dazu zählen für uns insbesondere solche Dinge wie das Fällen von Bäumen, die Beseitigung von Parkplätzen, die Verringerung der Breite von Fußwegen, die Umwandlung von Nebenstraßen in Wohngebieten zu Hauptstraßen aufgrund der Einrichtung von Buslinien wird ausgeschlossen. Das sind jetzt keine weit hergeholten Dinge, sondern das sind konkrete Befürchtungen, die wir haben, die auch Anwohnerinnen und Anwohner von konkreten Neueinrichtungen von Linien kennen. Und genau das wollen wir in der Zukunft gerne ausschließen, weil wir wollen, dass auch die Akzeptanz solcher Projekte in der Bevölkerung steigt und nicht immer dann an der Einrichtung von neuen Linien sozusagen massive auch Widerstandswellen erzeugt werden. Man konnte das ja sehr wunderbar an der Oskarstraße beobachten, wo das auch in der Folge dazu geführt hat, dass wir erhebliche Mehrkosten als Stadt insgesamt haben und aber auch einen erheblichen Bauverzug. Der neue Punkt 6 soll dann heißen, und da denke ich, nach der Debatte, die wir heute hier über das Thema Bürgerbeteiligung gehört haben, kann eigentlich nur jeder, der diesem Thema Bürgerbeteiligungssatzung zugestimmt hat, auch diesem Antrag zustimmen. Bei allen konkreten Maßnahmen sind betroffene Anwohner frühzeitig in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Dazu sind sie vor der jeweiligen Entscheidung als betroffene Anwohner schriftlich über Art und Umfang von geplanten Vorhaben zu informieren. Um die Zustimmung der Anwohner ist aktiv zu werben. Sie sind in geeigneter Form an der Entscheidung zu beteiligen. Maßnahmen, die von den Anwohnern überwiegend abgelehnt werden, werden nicht umgesetzt. Ich denke, genau das ist die Art und Weise, wie auch Akzeptanz in der Bevölkerung wächst, wenn sie merkt, dass nämlich ihre Beteiligung nicht eine rein formale ist. Der Kollege Bartels hat das ja wunderbar anhand dieses Projektes Neubau Bundesstraße 6 aufgezeigt, was passiert, wenn die Leute tatsächlich den Eindruck gewinnen, dass ihre Beteiligung sozusagen nur eine formale ist und de facto ja längst alle Messen gelesen sind. Das heißt, ich werbe um Zustimmung, dass wir diesen Antrag ergänzen und auch einen klaren Auftrag Richtung Verwaltung, aber auch Dresdner Verkehrsbetriebe mitgeben, dass man in Zukunft bei begrenztem Stadtraum und bei Interessenskonflikten der Gestaltung dieses Stadtraums auch um die Zustimmung derjenigen wirbt, die Nachteile erleiden und die in Zukunft eben auch betroffen sind von solchen Baumaßnahmen. Vielen Dank. Vielen Dank. In der Fraktionsrunde CDU-Fraktion. Herr Thiele. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zunächst vielen Dank, Herr Blümel, für die Klarstellung, denn da gebe ich zu, in unserer fraktionsinternen Abstimmung so richtig hatte ich das gar nicht nachvollziehen können, warum das ein Ersetzungsantrag gewesen ist für die Punkte 3 und 4. Als Ergänzungsantrag macht das viel mehr Sinn. Insofern, wir hatten uns schon dazu verständigt, das auch mitzutragen. So fällt es auch mir persönlich noch entsprechend leichter. Ja, zum Antrag selbst. Ein Stück weit schlagen da zwei Herzen in meiner Brust, das gebe ich zu. Viele grundsätzliche Ziele teilen wir hier. Da gehe ich jetzt auch zurück auf meine Rede von vorhin zu dem aktuellen Antrag zur Verkehrspolitik, wo ich ja darauf Wert gelegt habe, dass wir die Verkehrsträger gleichberechtigt behandeln wollen. Das versuche ich ja auch immer. Und dazu gehört natürlich dann auch eine entsprechende Stärkung des ÖPNV. Insofern sind ja auch viele Dinge in dem Antrag drin, die richtig sind und entsprechend auch zu unterstützen sind. Was ist jetzt ein Stück weit meine Kritik? Wir tun uns als CDU immer schwer, solche Dinge ja irgendwie
vorzuschreiben, auch solche Ziele, was die Model-Split-Steigerung anbelangt. Da hatte ich auch im Ausschuss schon darauf hingewiesen in den Diskussionen. Man kann sich solche Ziele setzen. Die Frage ist dann immer, wie oder mit welchen Maßnahmen agiert man, um diese Dinge dann zu erreichen. Und da sage ich nochmal hier klipp und klar, mit Zwang machen wir als CDU dabei nicht mit. Wir machen dabei auch nicht mit, mit Reglementierungen, mit Beschränkungen des Verkehrsraums für andere Verkehrsträger als die, die hier genannt sind. Wo wir uns aber anschließen können, ist so ein Punkt Steigerung der Attraktivität des genannten Verkehrssystems, Steigerung der Attraktivität des ÖPNV, Unterstützung der Maßnahmen, die das Angebot entsprechend verbessern können. Da stehen wir dann auch dahinter. Das ist ein Stück weit die Diskussion, die bei uns auch in der CDU-Fraktion dazu geführt wurde. Und wir haben uns dann mehrheitlich da auch dann dafür entschieden, da diesen Antrag entsprechend zu unterstützen. Die Details hat Herr Stallmann-Fischer noch eingebracht. Und im Großen und Ganzen stehen wir also dahinter. Bei vielen kleineren, konkreten Dingen, die Sie hier aufgeschrieben haben in den Punkten 3 und 4, werden wir uns dann sicherlich im Detail auch noch mal konkret auseinandersetzen müssen. Das kündige ich hier auch an, weil bestimmte Dinge dann im Detail schon ihre Schwierigkeiten haben. Und da gibt es dann sicherlich auch den ein oder anderen Aspekt, den wir dann unterschiedlich sehen. Aber das können wir dann zum geeigneten Zeitpunkt auch an den konkreten Planungen diskutieren. Insofern, ja, ich freue mich, Herr Lichti, ich freue mich. Na, insofern stehen wir erstmal dahinter und werden dann mal schauen, wie es hier weitergeht. Ich habe, als ich den Antrag zum ersten Mal gelesen habe, schon aber auch ein Stück weit geschmunzelt. Denn die Frage ist, was bringt er wirklich hier in dieser Stadt voran? Ja, aber was bringt er wirklich voran, Herr Lichti? Eigentlich bin ich eher ein Politiker hier, der an den konkreten Dingen lieber diskutieren würde. Und da hält er sich schon sehr vage, der Antrag. Auch das habe ich gesagt. Aber sei es drum, machen wir erstmal mit hier, gehen wir auf diesem Weg voran. Mein Appell an alle Beteiligten, bitte nicht zulasten der anderen Verkehrsträger, sondern schön in Einvernehmen an den Stellen, wo tatsächlich über bestimmte beengte Platzverhältnisse eine Entscheidung getroffen werden muss, wer einen Vorrang erhält. Da lassen Sie uns entsprechend diskutieren am konkreten Thema. Und ansonsten, wenn wir alle Verkehrsträger, wie gesagt, hier gleichberechtigt behandeln, dann sind wir als CDU auch gern bereit, diese Dinge mit zu unterstützen und uns gemeinsam mit Ihnen auch hinter solche Ziele zu stellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Thiele. Für die Fraktion Die Linke, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen auf der Tribüne und draußen im Netz. Ich werde jetzt mal spontan meine Rede etwas umstellen, denn die Entwicklung der letzten Minuten haben mich doch sehr. Herr Thiele, jetzt kommt was ganz Seltenes. Ich lobe Sie. Ich lobe Sie wirklich. Weil so macht Stadtpolitik Spaß. Einer hat eine Idee, andere haben noch eine Ergänzung, man haut sich nicht die Köpfe ein und man kommt dann zu einem sehr schönen, von allen von breit getragenen Ergebnis. Das ist doch auch mal was Schönes, das müssen wir noch mal festhalten. Ich möchte jetzt hier trotzdem einmal kurz in wenigen Sekunden beschreiben, was denn das Ziel ist und dann auch Herrn Thieles Frage beantworten. Dresden wächst, Herr Stallmann-Fischer hat es vor einiger Zeit schon gesagt, Dresden wächst, das heißt, wir haben insgesamt mehr Verkehr. Wenn dies nun relativ in der Verteilung, wie es heute ist, wächst
oder wenn sogar der Autoverkehr wachsen würde, würden sie alle nur im Stau stehen. Deswegen ist es ein Teil, nicht die Lösung, die Mutter aller Lösungen, sondern es ist ein Teil der Strategie, Dresden staufrei zu machen oder Dresden staufrei zu halten. Denn wenn mehr Menschen freiwillig, und da bin ich sehr bei Herrn Thiele, ich bin der größte Gegner von Gängelung, ich glaube, das kann man mir als Piraten nun wirklich abnehmen, wenn die Leute freiwillig zu Fuß gehen oder Fahrten teilen oder Fahrrad fahren oder halt auch mit der Bahn fahren, dann ist das sehr gut, denn diese Arten sind einfach platzeffizienter als wenn ich mit dem Auto fahre. Und ich sage es ja jedes Mal, je mehr Menschen das machen, umso mehr Platz ist für die Leute, die mit dem Auto fahren wollen, auf der Straße. Deswegen ist das Ziel ganz gut. Der Antrag ist auch deswegen gut, beziehungsweise ich möchte Herrn Thieles Frage beantworten, was denn sozusagen die konkreten Dinge sind. Die konkreten Dinge sind jetzt wirklich nicht so, wie wenn wir jetzt hier eine Baumaßnahme, entscheiden wir ja oder nein. Die konkreten Dinge sind hier allerdings durchaus drin und vieles davon hat mit Geld zu tun. Wenn wir zum Beispiel jetzt an das Teilnetz, ein Teilnetz für die neuen Bahnwagen, da steckt drin, dass wir die neuen Bahnwagen kaufen müssen. Und momentan gibt es sehr viel Fördergeld dafür. Das heißt, wenn wir das jetzt umsetzen, kriegt Dresden Geld. Neue Buslinien. Wir haben vor 4 Wochen haben wir eine neue Buslinie hier geboren. Wir haben uns alle sehr gefreut. Wäre doch schön, wenn wir weitere Buslinien neu schaffen könnten. Digitalisierung. Der Oberbürgermeister hat es angesprochen. Ist eine ganz wichtige Sache. Teil der Digitalisierung ist auch die moderne Verkehrsleitung und Lenkung. Und da gibt es momentan auch sehr viel Fördergelder im Rahmen von VAMOS 3 und von anderen Maßnahmen. Barrierefreiheit wollen wir, glaube ich, alle. Die DVB als zentralen Mobilitätsdienstleister ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Und am Ende Quartierbusse finde ich sehr gut, aber die Frage ist natürlich, können wir die nicht auch fördern lassen? Also auch hier ist ein konkreter Anlass, wo Dresden Geld bekommen kann für etwas, was uns hilft. Und am Ende, ja, man soll über die Tarifstruktur nachdenken, also welches Ticketing heißt das, also welche Fahrkarten es gibt. Und ja, ich wäre natürlich auch sehr für ein 365-Euro-Ticket zum Beispiel. Ich wäre auch für Schritte hin zu einem mehr umlagefinanzierten ÖPNV. Und ich bin ja sehr froh, dass ich dafür langsam, aber sicher auch eine politische und gesellschaftliche Mehrheit abzeichnet. Eine Minute zu dem Antrag der Bürgerfraktion. Ich finde den jetzt als Ergänzung ausgesprochen gut. Ich bin unglaublich froh, dass es diesen Antrag gibt. Er ergänzt das Ganze um einen ganz wichtigen Punkt, weil wir uns ja wirklich Thema Straßenbau, Straßenbahnenbau und kaum jemand weiß das besser als ich, sehr in Kämpfen verstricken können an Straßenzügen und dann dauert es immer ewig. Wenn wir die Bürger tatsächlich und Bürgerinnen einbeziehen, wenn wir die Sorgen ernst nehmen, wenn wir diskutieren, wenn man die Vor- und die Nachteile aufzeigt und wenn man den Menschen eine aktive Möglichkeit gibt, sich zu beteiligen. Ich war gestern dabei bei der Königsbrücker Straße, wir haben 160 Eingaben abgegeben, dort an der Stauffenbergallee. Die Leute möchten sich beteiligen, die möchten Teilhabe haben, die möchten sozusagen mitgehört werden und von daher ist das sehr gut. Auch der zweite Punkt von der Bürgerfraktion, der erste, dass man behutsam das plant, finde ich auch gut und wir konnten jetzt nicht drüber reden, aber ich nehme an, die Fraktion, der ich angehöre, die Linke, wird das auch mit begrüßen. Dankeschön. Vielen Dank. Nächster Redner, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, ist Herr Lichti. Oh, wer hat denn die so schön gebogen? War das der Martin oder was? Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Es war, glaube ich, Mitte Februar, wo der Vorstand der DVB, Herr Hemmersbach, ein Interview gegeben hat, ich glaube in der DNN war es, und da hat er gesagt, was ist eigentlich unser Problem in der Verkehrspolitik in Dresden? Und er hat völlig zu Recht gesagt, unser Problem ist der Investitionsstau im ÖPNV. Und dieser Antrag
Das ist jedenfalls seine politische Absicht, zielt darauf, endlich bei den Ausbauten, die schon lange geplant sind, die auch jetzt hier nicht neu kommen, sondern die beispielsweise 2010 von allen Fraktionen im Stadtbahnprojekt beschlossen wurden, dass die endlich schneller vorangehen. Wir haben hier ein massives Umsetzungsproblem bei Themen, wo es eigentlich politisch keinen Streit gibt. Und wir als Stadtrat müssen uns schon die Frage stellen, was ist unsere Verantwortung, um dort tatsächlich eine Beschleunigung herbeizuführen? Und genau das beabsichtigt dieser Antrag. Er möchte nämlich, dass wir uns, sage ich mal, alle wieder an die Nase fassen, an unser Herz fassen, an unsere Hände fassen und sagen, okay, wir wollen jetzt, dass es tatsächlich damit auch vorwärts geht. Es ist schon angesprochen worden. Wir haben dieses Ausbauprojekt mit den breiteren Stadtbahnen, Linie 3 und 7. Wir haben teilweise die Beschlüsse gefasst, Großenhainer Straße. Allein, es dauert alles viel zu lange. Und wir wollen einfach hier damit auch vom Stadtrat nochmal ein Signal senden. Ja, wir wollen das und wir wollen, dass es schnell vorangeht. Und natürlich, Herr Thiele, da gebe ich Ihnen recht, das war immer Ihre Kritik im Ausschuss. Das bedeutet natürlich auch, dass wir dann im Ausschuss dann auch zügig und schnell diese Dinge dann auch entscheiden. Wobei ich aber auch dazu sagen möchte, es liegt nicht daran, dass wir im Ausschuss da nicht entschieden hätten schnell genug, sondern es liegt schlicht und ergreifend an inneren Blockaden innerhalb der Stadtverwaltung, aber auch und vor allem an dem Skandal, dass der Freistaat Sachsen mittlerweile 2 bis 3 Jahre braucht, bis er irgendein Planfeststellungsverfahren durchführt. Ich finde, da sollten wir, ich habe es schon ein paar Mal hier angesprochen, hier gemeinsam vorstellig werden, dass das so nicht sein kann. Es ist dann gesagt worden, naja, diese Zahl 25 bis 30% ist ja illusorisch und wir wollen da keinen Zwang ausüben. Ich kann da einfach nur sagen, schade, 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 dass Sie da die verkehrspolitische Debatte der letzten Monate nicht wahrgenommen haben. Ich habe es ja auch schon öfters gesagt. Ich sage es nochmal, Herr Thiele, dann nehmen Sie doch bitte teil am runden Tisch. Dann nehmen Sie doch bitte die Vorträge von Herrn Hoppe zur Kenntnis, der uns im November ausdrücklich in einem sehr klasse Vortrag gezeigt hat, was die DVB alles schon im Köcher hat, was sie alles plant und bei welchem Anteil wir dann wären, wenn wir es endlich umsetzen würden, wenn das eigentlich passieren würde, was die DVB schon plant, dann wären wir nämlich locker bei 28%. Also diese Zahl, die jetzt hier so als große Zwangszahl, als irgendwie ganz schlimme Horrorvision dargestellt wird, die ist eigentlich in der Planung der DVB schon drin. Das Problem ist, wir kommen nicht vorwärts damit. Deswegen ist das, was die AfD hier beantragt, sage ich mal, fern jeder verkehrsfachlichen Debatte in der Stadt Dresden. Und es ist natürlich auch gegen moderne Großstadtpolitik überhaupt gerichtet. Wenn man sich ein bisschen in Europa umguckt, dann weiß man, in welche Richtung die Debatte geht. Die geht nicht in Richtung mehr Autoverkehr, sondern sie geht in mehr Richtung Radverkehr, Fußverkehr und ÖPNV. Im Übrigen, ich äußere mich ja selten dann zu dem, was die AfD sagt, aber es ist wirklich, man muss es dazu sagen, Tarifmaßnahmen. Natürlich haben wir Tarifmaßnahmen extra auch reingeschrieben, weil wenn wir tatsächlich nachweisen können, dass durch Herabsetzungen von Preisen dort tatsächlich mehr Verkehr zu erzielen ist, dann nehmen wir das gerne wahr. Aber jetzt so zu tun, als ob dort Rot-Grün-Rot an dieser Stelle nichts getan hätte, ist absurd. Wir haben das Sozialticket eingeführt, wir sind auch für das Sozialticket auf VVO-Ebene, dort werden wir leider von den schwarzen Landräten der CDU blockiert. Rot-Grün-Rot hat im VVO durchgesetzt, dass es eine Mitnahme von Familienmitgliedern ab 18 Uhr unter der Woche gibt. Das ist ein grandioser familienpolitischer Erfolg und den muss man hier einfach auch nochmal erwähnen. Zum Schluss, Herr Blümel, möchte ich nochmal auf Ihre Ergänzungsanträge jetzt eingehen. Das, was Sie hier beantragen, Herr Thiele hat es zu Recht gesagt, sind reine Selbstverständlichkeiten. Dieser Antrag soll eine große Zielsetzung machen. Sie prägt in keiner Weise vor konkrete Ausbaumaßnahmen. Natürlich muss bei jeder einzelnen Maßnahme abgewogen werden, wie breit soll der Straßenquerschnitt, der ÖPNV-Querschnitt werden, wie weit wird der Radweg, wie gehen wir mit den Bäumen um und so weiter. Das kann und soll dieser Antrag gar nicht irgendwie begründen oder machen. Und deswegen ist auch Ihr Ergänzungsantrag dort vollkommen fehl am Platz. Zum Thema Bürgerbeteiligung. Ich habe gerade vorhin zugesehen, Sie haben gegen die Bürgerbeteiligungssatzung gestimmt. Und jetzt hier zu fordern, wir bräuchten hier mehr Bürgerbeteiligung, da sage ich mal, da sind Sie auch ganz weit weg von der Wirklichkeit. Wenn wir uns das Stadtbahnprojekt angucken, da wissen wir, dass bei diesem Projekt Johannstadt-Plauen, was, sage ich mal, leider noch weit in weiter Ferne steht, die DVB und die Stadtverwaltung schon 2 ausführliche Bürgerinformationsveranstaltungen durchgeführt haben.
Und Herr Blümel, wenn Sie sagen, Oskarstraße, dann sind Sie auch nicht informiert. Das Desaster an der Oskarstraße haben wir der Landesdirektion zu verdanken, weil die Landesdirektion einen Formfehler gemacht hat. Das hat nichts mit Bürgerprotesten zu tun oder mit einem Fehler der Stadtverwaltung oder mit einem Fehler der DVB oder mit mangelnder Bürgerbeteiligung. Das hat schlicht und ergreifend damit zu tun, dass der Freistaat Sachsen nicht in der Lage ist, ein rechtmäßiges Planfeststellungsverfahren durchzuführen. Und da liegen die Hemmnisse und da müssen wir... Ach, Herr Blümel, Sie schütteln jetzt den Kopf, dann informieren Sie sich doch bitte und reden Sie nicht einfach was daher. Wirklich. Wirklich. Nee, ich kann es nicht mehr ertragen. Echt. Also, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, stimmen Sie dem Antrag zu. Er ist gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe noch eine Wortmeldung. Herr Gilke. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, verehrte Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren und diverse. Herr Lichti, es ist schön, dass Sie an die Menschen denken, die ein Sozialticket nutzen und die auch da entsprechende Einkommen haben. Aber irgendwie scheinen die Menschen, die arbeiten zu gehen, scheinen sie überhaupt nicht zu interessieren. Und wenn man so einen Antrag, wie wir ihn haben, mal sieht, dann trifft das einfach mal für alle. Und nicht immer nur wieder eine Gruppe. Ich meine sicherlich, die sozial Schwachen müssen immer unterstützt werden. Das ist auch richtig so. Absolut korrekt. Aber es geht doch mal darum, die Leute, die arbeiten gehen. Weil die, die arbeiten gehen, zahlen doch die Steuern, die finanzieren den ganzen Spaß. Und an die dürfen Sie auch mal denken. Die Grünen scheinen es nicht zu tun, die AfD tut es. Vielen Dank. Eine Wortmeldung von Herrn Fischer. Bitte. Vom Platz direkt, ja? Ich möchte gleich vom Platz aus reden. Mir geht es um die Punkte 5 und 6. Wir schweben heute irgendwie auf der Bürgerbeteiligungswelle und sind sehr euphorisch, aber die Punkte 5 und 6 halte ich für sehr bedenklich. Ich könnte sie eigentlich nicht mittragen und würde gerne punktweise Abstimmung beantragen. Wir haben in unseren ganzen Baugesetzen und allen Regularien, die es gibt, genügend Möglichkeiten, die Bürger einzubeziehen. Was wir manchmal aber erleben, ist eine Kritik, die so unsachlich ist, dass wirklich Projekte verzögert werden bis zum Gehtnimmer. Das nennt der Herr Lichti dann ganz einfach Umsetzungsprobleme. Aber da sind auch Bürger mit beteiligt. Sie wollen alle mit dem Handy telefonieren, aber keinen Mast in der Nähe haben. Sie wollen alle schön zur Straßenbahn eilen, aber die Straßenbahn darf nicht auf der eigenen Straße fahren. Also diese übertriebene Bürgerbeteiligung in Punkt 5 und 6 erscheint mir bedenklich. Vielen Dank. Das würde technisch von der Abstimmung insofern bedeuten, dass wir zunächst einen Änderungsantrag den Punkt 1 betreffend haben, dann einen Änderungsantrag die Punkte 3 und 4 betreffen und die dann sodann geänderten Punkte 1 bis 4 oder gleichbleibenden Punkte abstimmen und 5 und 6 dann nochmal separat. Herr Blümel, Geschäftsordnung. Nee, ich wollte es nur nochmal erläutern. Es ist kein Ersetzungsantrag mehr für Punkt 3 und 4 unser Änderungsantrag. Also an Punkt 3 und 4 wollen wir nichts ändern, sondern wir wollen die Punkte, die wir da aufgezeigt haben, ergänzend zum Beschluss des Bauausschusses als Punkt 5 und 6 abgestimmt haben. Das ist, hatte ich vorhin versucht deutlich zu machen. Also das sollen die beiden 5 und 6 richtig sein? Daraus ergänzen. Keine Ersetzung von 3 und 4. Gut, insofern ist die ursprüngliche Formulierung im Text richtig falsch. Ja. Gut. Okay. Ansonsten Schlusswort? Ein Schlusswort? Schlusswort ist nicht gewünscht. Dann würden wir den Änderungsantrag, den wir jetzt zuerst aufrufen, ist, weil er den Punkt 1 betrifft, ist der Änderungsantrag der AfD-Fraktion. Den rufe ich hiermit zur Abstimmung. Der ist bei 6 Ja-Stimmen, 57 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen abgelehnt. Und dann der Änderungsantrag insoweit, als dass es neue Punkte 5 und 6 geben soll, was sich also dann mit dem Antrag von Herrn Fischer kreuzte, dass er dann einfach nur ablehnen muss. Dann rufe ich die Punkte 5 und 6 wie von der. Die 5 und 6 auch punktweise. Gut.
Dann rufen wir den Punkt 5 einzeln auf und bitte hier um Abstimmung. Das ist bei 40 Ja-Stimmen, 29 Nein-Stimmen ohne Enthaltung so bestätigt. Und ich rufe den Punkt 6 auf. Der ist bei 46 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen ohne Enthaltung ebenfalls bestätigt. Und zur Schlussabstimmung den federführenden so geänderten Ausschussbericht. Das ist bei 59 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen so bestätigt.